das Video von Julien Bam zu reden, denn der hat es jetzt geschafft. Julien Bam hat seinen Pool endlich fertig, die Mizzet. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall erstmal das Video von Julien Bam an. Let's go. Heute kommt Poolbau-Profi live Reno zu uns. Wir haben eigentlich alles vorbereitet, wir haben okay. auch einen edlen Hopfen für ihn, eine Kühe gestellt. Bro. Und er ist gerade noch auf dem Weg und macht die letzten Besorgungen. Er holt einen Trafo für die Elektronik heute. Mhm. Holla die Waldfee. Wieso macht der sie Plastikblumen kaputt? Und dann geht's los. Sorry. Was denn? Holla die Waldfee. Boomer. Richtig Boomer. Hier. Der guckt jetzt den Pool an oder was ist los, ne? Noch. Bist du beeindruckt? Ja, ich bin beeindruckt. Boah, der Garten sieht echt gut aus, muss man sagen. Kann man sagen, was man will, sieht wirklich schön aus, Alter. Was ist hier drunter? Grabplatte oder was? Ah, das ist die Brücke. Tell me I'm God. Ist das wirklich die Brücke? Hä? Ist ja sau peinlich. Bleibt das so? Kommt da noch irgendwas hin? Wasser oder so? Warum sollte man eine Steinbrücke auf Steine setzen? Das macht keinen Sinn. Das ist voll dumm, Digga. Das ist richtig dämlich, Alter. Verstehe ich nicht. Grabplatte oder was? Ah, das ist die Brücke. Tell me I'm God, I'm coming. Komm auf die Brücke. Nein. Digga, nein, Ju. Digga, nein. Genau, und da kommt noch so eine Beleuchtung drunter. Ich habe sehr viel silikonifiziert hier. Warum ist in diesem Scheißpool immer noch kein Wasser, Digga? Warum ist da immer noch kein Wasser drin? Amena Zickzack, wann wird dieses Müllding endlich fertig? Ich verstehe es nicht. Deswegen sieht das auch so gut aus. Wärmepumpe ist dran, die Filteranlage noch nicht geklaut worden. Passt der Trapp oder rein? Nee. Echt nicht? Okay. Schade. Trafo für Gucci habe ich jetzt nicht. Metallschienen hinten. Das heißt, direkt fail. Ich habe auch keine Traus für Gucci. Ich habe kein Wort verstanden, was der Mann gesagt hat. Ich verstehe die ganze Zeit Gucci. Ich verstehe die ganze Zeit nur Gucci. Gut, Schiene. Und was machen wir jetzt? Nee, das ist sowieso, das ist alles gut. Von deiner Stimmfarbe klang es aber eher negativ. Wir wollen Rasenroboter holen. Damit wir es outsourcen können. Ein kleines Stück hier. Digga, da würde ich auf jeden Fall mir einen Rasenroboter holen. Ich würde niemals einen sehen rasen. Also ganz ehrlich, für mich gibt es zwei Entscheidungen. Entweder Gärtner oder kein Rasen. So ein Ding ist das. Ganz einfach. Ich werde nicht mehr Rasen mähen. Mein Vater hat mich früher mit dem Gürtel geschlagen, damit ich Rasen mähen muss. Wirklich. Hätte ich damals das Jugendamt rufen sollen? Vielleicht. Man weiß es nicht. Eine halbe Stunde fertig. Was steht heute an? Was machen wir heute? Kann dieser Pool jetzt endlich voller Wasser gehen, Digga? Es ist mittlerweile Juli, Alter. Ich will endlich darin schwimmen, Junge. What the fuck? Ich brauche erstmal ja noch Kleingeld. Nee, ich muss das Geld hier drauflegen. Dann mach ich so. Das ist drin. Sau dämlich. So cool. Brrr. Guck mal, was ist das hier? Bin ich hier im falschen Film oder was? Was ist das? Ein Trafo? Oh, scheiße, wie peinlich. Das ist ein Trafo? Ja. Er holt ein Trafo für die Elektronik heute. Trafo für die Elektronik heute? Oh, scheiße, Alter. Ich bin hier. Und du machst hier gerade die Kabelungen, ne? Ja. Der wurde Hast du Rasenmäher hier, schönes Ding? Ja, aber den Rasenmäher, den musst du ja selber bedienen. Ich check wirklich nicht, wie die, also das macht, ganz ehrlich, ich hol mir einfach einen scheiß Schrebergarten und mach jetzt auch auf jedes Video 50 Millionen Aufrufe, Alter. Ich verstehe das nicht, Digga. Dieser Content, also... Ich guck's mir gerade an, Digga, was rede ich eigentlich? Den kann ich ja nicht outsourcen. Hast du einen Rasenroboter? Nee, nein. Also du hast keinen? Ich würde meinen holen. Müssen wir mal besuchen kommen. Ja. Eigentlich wärst du mal eine Reihe, ne? Eigentlich würde ich mal. Ja, aber das ist nur so, ne? Nee. Doch. Wieso erinnert der mich an Gronkh? Jetzt sind ganz auf die Fragen, Trittzeug. Warum kommt der Du hier nochmal zu dir? Warum kommt der Du rüber? Auf jeden Fall, das sind die Lampen hier. Und die können verschiedenfarbig leuchten, ja? Okay, das ist cool. Das sind die Halterungen, ne? Ah, die machen jetzt die Lampen rein, okay. Das heißt, die werden also doch fertig. Ah, das ist für Skimmer. Alter, haben wir jetzt ein Uhu hier? Mann, dieser Pool wird nie fertig. Ich kann euch ganz kurz sagen, was das hier alles ist. Die sind zu Hause. Ich kenne mich ja nach und aus. Ja, Bock. Jetzt nicht gelohnt hier. Ein bisschen Kram. Es lohnt sich immer, hier nach Aachen zu kommen. Also hier haben wir zum Beispiel, wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal, Leute? Da stinkt es immer nach so Scheiße. Da riecht es wirklich immer nach Scheiße. Das ist, D-King, bist du gerade hier im Chat? Wie heißt das nochmal? Da stinkt's immer nach Scheiße. Das ist so, Elisenbrunnen. Genau, Elisenbrunnen. Dann haben wir hier das Aachener Rathaus. Den Aachener Dom.
Das war's, mehr weiß ich nicht. Der Schwefelbrunnen am Scheißeplatz, ganz genau, der ist es, Leute, danke. Kommen Sie nochmal in den Laden, ne? Und dann muss ich erstmal eine halbe Stunde erzählen, was ich hier bei YouTube mache. Und meinte sie fühlen. Wollen Sie einen Pool oder wollen Sie mich noch kennenlernen? Das kenne ich auch. Ich hab das auch voll oft, dass wenn ich mit jemandem rede, dass ich gar nicht weiß, will derjenige jetzt einen Pool von mir kaufen oder mich nur kennenlernen. Echt? Willst du irgendwas zu trinken haben? Noch nicht. Nee, also es gibt ja auch andere Sachen, außer man kann ja auch Kaffee machen. Nee, danke. Wasser. Nee. Oh, Schlamm? Ja. Gefährlich. Ja, ah, Thomas, Digga. Alles kaputt, oder? Alles kaputt, ich reiß alles ab. Ich wollte den Pool schon mal sauber machen jetzt, weil noch so viel Dreck drin liegt. So. Irgendwer muss das ja machen hier, ne? Ich hab das Gefühl, dass du es bist. Na klar, Julian Bam wird da niemals irgendwas sauber. Ach, Digga, Alter. Dieser Cut. Oder so ein bisschen, das muss man nochmal aussaugen hier, die ganze Schlammbampel, ne? Wie sauber muss das sein? Sehr sauber. Echt jetzt? Ja. Hier habe ich nicht so ganz sauber bekommen. Das sieht doch sauber aus hier. Oh, live geht zum ersten Mal in den Pool. Also was ist denn jetzt das Ding, dass dieser Pool noch nicht funktioniert? Was ist das Problem? Schneiden sollte ich besser nicht machen, oder? Nee. Ich hoffe einfach, dass dieser Pool auch ein Fail ist, damit er das nächsten Sommer nochmal machen kann. Ich bin abgerutscht. Geh mal rüber hier. Oh mein Gott. Immer lieber ins Fleisch als in die Folie. Ja, weiß ich jetzt nicht, Alter, weiß ich nicht. Kann man das auch auf Sex übertragen? Keine Ahnung. Wasser. Besser als ein Messer. Mhm. Gell? Ja. Wenn du wirklich mal abrutschst, ein Messer, dann hältst du lieber die Flosse hin, als dass du dir irgendwie eine Folie rumballerst. Sehr männlich. Stimmt. Das bisschen Wasser, was jetzt hier drin ist, ne, das hat ja schon so viele Stunden gedauert, ne? Echt? Ja. Still an. So, liegt ja noch. Ja. Da. Was hat denn Strahl? Deswegen hat das so lange gedauert. Oh, Digga, seid ihr dumm? Das nimmt doch die Durchflussmenge raus, Amina. Er hat einen dicken Schlauch. Er hat einen dicken Schlauch. Weiß ich nicht, ob du einen dicken Schlauch hat. Schwanz benutzt man dann. Das ist schon sehr gelb, ne? Digga, ist das, Alter, was schau. Ganz seltsamer Content. Nein. Bro, ich check's nicht. Hammer und Schwanz benutzt man in eine Gans. Falsch. Julian Bam. Ein Tierquäler, Julian Beauty X. Wo kommt das jetzt her? Ich bin raus, Digga. Ich versteh's nicht. Liegt hier alles da hinten, ne? Life is a prank. Du könntest hier mal Laub rauskeschern, ja. Es ist sehr kalt, ne, glaube ich. Jetzt habe ich ein Problem mit Kälte haben. Nein! Na, die Lampen. Dümmer kann man es auch nicht machen, oder? Na. Das hier. Oder was sagst du? Ich sage, dass meine Beine absterben. Ja, ist kalt, ne? Ist der Pool von dem beheizt? Hat der eine Heizung drin? Wisst ihr das? Ja. Boah, so ein dicker Hummel hier einfach. Aber so ein Pool hochzuheizen dauert doch übertrieben lange, oder? Bäh. Gott, sie ist gestorben. Flieg. Okay, jetzt geht es. Ah, der bekommt noch einen. Er bekommt noch eine Heizung, okay. Aber es dauerte überlang. Geht's. Man muss sich erst dran gewöhnen, ne? Wenn man drin ist, dann geht es, ne? Nö. Ganz dicht hier? Hier ist so ein bisschen. Können wir mal durchgucken, oder? Hm? Das ist die Dichtung. Das andere ist noch ein bisschen Folie hier. Das ist schon alles gut. Alles gut. Ja. Oh. So, Akkuschrauber, Motorik. Ganz gut, aber. Sicher nochmal gehen. Natürlich, mit dem, ne? Trizeps Unterarmus. Wo ist die? Hier! Was ist jetzt eigentlich, diese Kabel hängen ja ins Wasser. Wenn man jetzt einfach das Licht anmacht, sterben die dann alle, ne? Ja, aber live, du hast so viel gelernt die letzten Wochen. Ja? Wer schon, also... Richtig jetzt, Handwerksfachmann geworden. Ja? Ja, du hast Autogrammkarten. Ach, du hast echt Autogrammkarten? Ja, Geil. Krass, ich will eine. Ich versteige die auf eBay. Nicht nur. Was gibt's denn zum Abendbrot heute? Bier. Boah, Tanky ist echt heavy dreckig. Warte, ich filme das. Ich kann meinen von hier aus anmachen jetzt im Pool. Von hier aus kannst du deinen Pool. Ey, wie viele Videos hat Julian Bam insgesamt über diesen Garten gemacht? Wie, Digga, also... Den Dreck runtermachen? Einfach ins Wasser, oder?
Ja, stimmt, das ist eh so tricky. Huhu! So, ich schalte mal an. Ist an. Er geht doch! Er funktioniert doch! Was für eine Missgeburt, Wahnsinn. Nein! Guck mal, da ist Luft drin. Jetzt nicht mehr. Er dreht sich. Der ist tot. Nicht mehr. Der ist tot, der macht gar nichts mehr. Der hat dann noch. Der nur eine An-Aus-Taste oder was? Ja, ja. Hier oben. Ja, dann machen wir nochmal an. So, jetzt wieder an. Da ist er. Danke! Hast du mir einen Schrecken eingejagt, Danke? Guck mal, er will direkt wieder raus. Digga, dumm. Oh. Machst du? Nichts anpassen. Ich weiß gar nichts, Mann. Nichts anpassen. Moin Leute, Trimax. Was haben wir denn hier für ein Problemchen? Fehlt eine Schraube. Fehlt eine Schraube. Hier ist auch eine Schraube drin. Eine. Ach, guck mal, das ist die fehlende dann bestimmt. Emma? Nee. Ist mir aufgefallen, dass noch immer schlechtes Wetter ist bei Julien-Videos. Da ist immer Scheißwetter. Selbst wenn der Pool fertig wird, wird er dieses Jahr eh nicht darin schwimmen. Kleinere. Achso, nee, das ist ein Blatt. Ich schwöre, der kann sich direkt ein neues Haus kaufen von allen Videos, wo der mit Pool gemacht hat, wirklich. Okay, das war gar nicht lustig. Ich weiß nicht, wie er einfach. Haben wir gelacht? Wann haben wir gelacht? Kannst du mir mal den Akkuschrauber ja mitgeben? Ich gebe dir den Akkuschrauber sehr gerne. Oh nein, das Kabel ist ins Wasser gefallen. Ich mach alles kaputt. Wenn sie kaputt ist, fällt sie von, ne? Wie, die gehen kaputt? Die Lampen gehen kaputt? Nee. Alles hat ein Ende. Dafür kommst du dann oder dann hilfst du uns? Für 1500 Euro komme ich. 1000? Ist aber ein fairer Preis, muss ich sagen. 500 Euro. Leute, ich habe ein Patreon eröffnet. Das sieht ja extrem sick aus. Guck mal, da hinten wird es aber langsam kritisch mit dem Wasserstand, oder? Aber. Ne? Ist gut. Ist ja nicht umsonst Poollampen. Müssen noch zwei kleine Schrauben sein vorne. Wo sind die? Seht ihr die? Wenn ja, schreibt es bitte in die Kommentare. Darf ich die ranmachen? Ja. Das ist ein bisschen schief. Ja, passt, oder? Ja, schief ist es nur, wenn man schief guckt. Schief ist Englisch. Englisch ist modern, ne? Keine Ahnung, was der da redet, der Mann. Ich weiß es nicht. Wasser steckt doch ganz ordentlich hier, ne? Ja. Ohne Brause. Ja. Deswegen hat es lange gedauert. Die sind einfach so überintelligent manchmal, dass wir zu kompliziert denken. Muss man Wasser im Pool regelmäßig auswechseln? Oder kann das einmal drin bleiben? Oder muss man wirklich einmal pro Saison das ganze Wasser rauslassen? Und wo kommt das hin? Oder wird das gefiltert? Nee, ja, nee, kann drin bleiben. Oh, ich weiß nicht, ich kann dem Chat ja nicht vertrauen. Keine Ahnung, ich hole mir einfach keinen Pool fertig. Kennt ihr das? Schreibt es in die Kommentare. So, nicht zu fest, ne? Recht. Gut. Ich habe meine Kraft wahrscheinlich unter Kontrolle. Hast du meine Sprüche vermisst, die dummen Sprüche? Nee. Ah, nee, so schnell. Oh, ist ein schönes Bild gerade hier. Der Meister und sein Lehrling. Der Meister. Oh. Ja. Und live. Warte, die ist aber nicht ganz drin. Nee, die muss. Gut auf. Wasser kommt den Rest mit. Achso. Aufgepasst, Lehrling. Ja, Meister. Richtig den Sitz nochmal. Freu mich so in diesen Pool reinzupissen, wirklich. Kontrollieren, alles gut? Ja. So, warte mal. Ich warte. Quetsch dich doch. So. Ja? Mui macht das dann aus. Mui ist mein Vater. Ist falsch, seine Mutter. Achso. Aber der Pool ist doch jetzt. Ach, Digga, was soll das denn? Also, jetzt wird die. Der Pool ist doch jetzt eigentlich fertig, oder? Düse freigeschnitten. Nein, Plural. Die Düsen. Das ist ein Cockring. Ja. Zwei Düsen hatten wir, ne? Wo sind die? Hier direkt. Ja, wo sind sie denn? Loch ist da. Was willst du machen, wenn du so reinschaust und guckt dich so ein anderer Mensch von der anderen Seite an? Fertig! Zur Belohnung sollte der Live auf jeden Fall ein Like von euch bekommen. Was fehlt denn noch an diesem dummen Pool, Amina? Ich schwör's euch, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich check das nicht. Wie lange braucht denn dieser dumme Pool? Ach, keine Ahnung, mir auch egal.